Hallo und herzlich willkommen zum fünften Teil von Raubfischangeln lernen. Heute geht es um das Thema Vertikalangeln. Vertikalangeln ist eigentlich eine ganz einfache, entspannte Angelei. Im Gegensatz zum Jig-Angeln oder auch zum Spinnangeln, wo man also viel Strecke macht, wird der Köder beim Vertikalangeln recht punktuell, ähnlich wie beim Dropshot-Angeln angeboten, teils mit Elektromotoren, um die Position zu halten oder eben auch treibend vom Boot. Ich habe hier beim treibenden Boot einen Driftsack ausgebracht, der also praktisch ein bisschen die Treibgeschwindigkeit reduziert. Als Köder habe ich mich entschieden hier für die Tiddler Fast-Serie. Sind ungefähr 12 cm groß, ein schlanker Körper, noch mit einem entsprechenden Schaufelschwanz für die Aktion unter Wasser. Hat den ganz einfachen Grund, es ist jetzt Mitte Oktober, also wir kommen so langsam in den Spätherbst rein. Wir haben eine Wassertemperatur von 12 bis 13 Grad und so bis 10 Grad sind die Fische immer noch sehr aktiv beim Jagen. Und unter 10 Grad würde ich dann No-Action-Sheds nehmen, die also hinten keine Schaufel mehr haben, die also ein Pintail oder ein V-Tail haben. Als Angel bevorzuge ich zum Vertikalangeln eine sogenannte Baitcast, auch mit einer Baitcast-Rolle natürlich versehen, weil es wirklich leichter ist dann hier mit der Köderführung. Ich kann also relativ schnell Schnur nachlassen, Schnur aufgeben. Das brauchen wir insbesondere bei so einem Revier, wie wir es hier im Strelasund haben, weil wir ein Revier haben mit einer entsprechenden Struktur, wo also Höhen und Kanten unter Wasser, Berge und Täler sind, wo immer wieder Schnur aufgenommen werden muss und abgesetzt werden muss. Ich habe hier entsprechend einen kleinen Karabiner dran mit einem 0,60er Fluorcarbon-Vorfach, 0,60 deswegen angeknotet an eine geflochtene Schnur, das ist die Jigsil, 0,60 mm deswegen. Wir haben hier ein starkes Hechtvorkommen und der ein oder andere Hecht kann hier halt auch mal drauf beißen und dann brauche ich nur noch hier unten entsprechend gucken, ob ich Bissspuren habe, abkneifen, neu anknoten, kann weitermachen. Deswegen auch ungefähr eine Länge von einem Meter. Ja, ich hoffe, ihr hört mich gut. Wir haben hier ab und zu über Windböen, soll aber den Dreh nicht mindern. Wir werden das einfach mal versuchen, ob hier heute was geht. Und ja, probieren wir es mal. Das Besondere ist natürlich die Köderführung beim Vertikalangeln, wenn wir unseren Köder punktuell an den entsprechenden Spots anbieten wollen. Erste Aufgabe ist natürlich herauszufinden, ist überhaupt Fisch da, wenn man hier ein Echolot hat und sieht, wo die Stellen sind. Wo man vielleicht auch rübertreiben möchte, ist es immer gut, erstmal die Stellen in Driftrichtung abzufahren, umzudrehen und sich dann hinterher rübertreiben zu lassen. Was passiert mit dem Köder? Der Köder geht natürlich vertikal runter, deswegen ist genug Gewicht erforderlich, dass er praktisch auf Grund aufschlägt. Und dann wird die Rutenspitze nur nach oben genommen, sodass man den Köder vielleicht zwischen 10 und 30 cm über Grund ruhig stehen lässt. Durch die Bootsbewegung kommt jetzt hier eine entsprechende Dynamik in diesen Köder und der Schwanz fängt an auszuschlagen, er fängt an zu pendeln, je nach Köderform. Und das reizt halt die Barsche und die Zander eben zu attackieren. Ab und zu den Köder absenken, hierbei ist darauf zu achten, nicht fallen zu lassen wie beim Jig, sondern wirklich langsam absenken, um eine Absinkphase darzustellen, Grundkontakt herzustellen und wieder hochzunehmen. Wenn man das Ganze ganz langsam praktiziert und dabei noch die Möglichkeit hat, das Echo zu beobachten, ich zeige euch das gleich nachher noch, dann sieht man, wie auch die Fische dem Köder, der angeboten wird, hinterhergehen, wie sie teilweise aufsteigen. Ein Tipp, geht nicht direkt auf die Höhe von dem Fisch, das hat eher eine Scheuchwirkung, bleibt immer ein bisschen drüber stehen, sodass die Fische halt von unten nach oben auch attackieren können oder macht eine langsame Absenkphase, indem ihr die Rutenspitze runternehmt, sodass auch die Fische attackieren können. Es gibt immer wieder Phasen, da kann man wahnsinnig werden. Man sieht also ganz viel Fisch, welche dem Köder hinterher schwimmen, welche gucken, aber sie attackieren nicht. Dann bietet es sich an, mal so ganz leicht in die Rute rein zu twitchen, dass also hier so ein leichtes Wackeln kommt. Sieht manchmal aus wie so ein vielleicht ja, leicht kränkeltes Fischlein. Auch das kann leichte Beute simulieren und dann zum Anschluss führen. Okay, ich zeige es euch gleich mal auf dem Echo, zeige euch kurz auf der Seekarte, wo wir uns hier befinden, wie der Untergrund ist und dann legen wir los. Wie man auf der Seekarte erkennen kann, gibt es also ganz viele Berge und Täler hier in diesem Seegebiet. Wir werden also immer wieder Schnur nachgeben müssen, Grundkontakt halten müssen, um zu sehen, wo befindet sich unser Köder. Denn optimalerweise sollte der Köder so zwischen 10 und 20 cm über Grund sich befinden. Und somit können wir das Ganze immer wieder austesten. Ja, was passiert beim Vertikalangeln eigentlich? Der Köder wird abgesenkt und setzt auf Grund auf. Und dann heben wir den Köder praktisch nur mit der Rutenspitze hoch, dass die Rute parallel zum Wasser ist und er schwebt praktisch 10-15 cm über Grund und wir warten ab. Durch die Bewegung des Bootes versetzt sich dieser Köder in eine Bewegung, in eine Schwingung und das reicht schon, dass die Fische zum Anbiss verleitet werden. Wir setzen ab und zu den Köder ab,
Hierbei ist wichtig, nicht fallen lassen wie beim Jig, sondern langsam runterführen, um zu gucken, ist noch Grundkontakt da? Muss ich nur einholen oder muss ich nur nachgeben? Solltet ihr natürlich ein Echolot haben, um zu sehen, wo befindet sich euer Köder, ist das natürlich von Vorteil, werft mal einen Blick drauf. Ihr seht also gerade, wo ich jetzt runtergelassen habe, wie also der Jigkopf angeschaltet wird. Ich kann genau verfolgen, wo mein Köder ist, hebe meinen Köder also auch entsprechend ab und lasse ihn einfach 10, 20 cm über Grund stehen. Und man kann gut beobachten, wie hier also dann auch andere Fische interessiert sich den Köder angucken, wegschwimmen. Ich nehme den Köder teilweise ein bisschen weg, um einen Fluchtreflex zu simulieren. Die Fische kommen hinterher und der eine oder andere verliebt sich drin und beißt dann an. Das Ganze kann man auch im Freiwasser machen, nennt sich dann pelagisches Angeln, ist ein absoluter Hype. Ich sage mal, es gibt auch Techniken, wie man das ohne Echolot hinbekommt, die zeige ich euch auch noch. Heute Thema aber vertikal angeln und wir wollen mal gucken, ob der eine oder andere sich hier gleich mal an unseren Haken begibt. So, ich habe den Spot gewechselt, fische jetzt auf 10 Meter bei der Drift von 0,4 Knoten mit dem Tiddler Fast auf 30 Gramm und möchte einfach gucken, ob sie außerhalb der Strömung, weil sie das Gewässer jetzt in diesem Abschnitt ruhiger ist, beißfreudiger sind. Ja, hat bis jetzt nicht geklappt. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen was lernen können. Ich versuche es noch ein bisschen weiter. Kommt raus. Ciao, euer Jörn.